Also wenn ich jetzt mal in die Tierwelt gucke, die du gerade angesprochen hast, und ich nehme jetzt mal so einen dicken, großen Elefanten raus. Der hat super starke Knochen, sehr, sehr viel Muskeln, ist also ja, ein riesenmächtiges Tier, wissen wir alle. Und ja, er isst weder Fleisch noch Käse noch Milchprodukte, sondern in erster Linie isst er Blätter. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 23. Weißes Pulver hier, fluffige Shakes an der nächsten Ecke, Joghurts mit extra viel Proteinen drin. Findest du in jedem Supermarkt, Florian. Früher glutenfrei, das neue glutenfrei ist Eiweiß. Ja, wir sind alle super hip, auch wenn wir keine Sportler sind und trinken uns die Proteinshakes und werden dadurch gesund, denn Proteine und Eiweiße sind ja so wichtig. Also jetzt, das klingt so ein bisschen zynisch, sind sie wirklich. Also sind wirklich sehr, sehr wichtig, denn ohne die wäre Leben nicht notwendig. Wir bestehen nun mal zum großen Teil daraus, unsere Zellen. Und deshalb wird uns von Kindesbeinen an eingebläut, dass wir Fleisch essen müssen, Käse, Milchprodukte und so weiter. Aber bevor wir gleich in das Thema einsteigen, Florian, lass uns doch mal erstmal klären, was genau sind denn jetzt diese Eiweiße? Also ich habe gerade gesagt, Zellen bestehen daraus. Bring mal ein bisschen Licht ans Dunkel. Aus was genau bestehen wir da? Ja, also das Wort Eiweiß und Proteine sind ja eigentlich nur Synonyme. Es geht hier eigentlich um Aminosäuren und zwar um ganze 20 verschiedene Aminosäuren und davon sind natürlich bestimmte Anteile, die der Körper selber herstellt, nämlich 12 Aminosäurenprofile produziert der Körper selbst und 8 müssen wir über unsere Nahrung eben aufnehmen. Und deswegen kommt auch das Ministerium her, wie kommst du auf deine Proteine und Eiweiße, daher tierische Produkte zu sich zu nehmen. Da ja Aminosäuren für uns Energieprofile sind und ohne Energie ist nichts machbar, ist es natürlich dann schön, wenn wir genug Proteine und Eiweiße haben in unserer alltäglichen Ernährung, möglichst in natürlicher Form. Und da das natürlicher ist, auch tierisch zu uns zu nehmen, ist die Industrie natürlich da mit ihren Werten pro Körpergewicht hoch angesetzt. Da kommen wir gleich noch drauf zurück und sagen, wir müssen ja richtig viel davon zu uns nehmen, damit wir auch viel wirtschaften können, viel Geld verdienen können, viel Steuern zahlen können und so weiter. Aber irgendwas geht bei dem Ganzen nicht auf, denn wir arbeiten zwar viel und bringen viel Leistung, aber was haben wir alle gemeinsam? Oder nicht wir alle, aber viele Menschen da draußen, eben ganz dolle Energiemangel, geistige, nervliche Störungen, die sind abgemagert oder zu dick, eingefallene Wangen und es hängt auch an einer großen Problematik, dass wir zu wenig Nährstoffe haben, also Stofflichkeiten und der Wert der Aminosäuren, und darum geht es ja in diesem Podcast, ist eigentlich eine der wichtigsten, da Energie ohne das nicht möglich ist, ein vitales Aussehen, eine gute Körperstruktur, ein guter Muskelaufbau. Und wenn wir wissen, woher wir gute Aminosäuren bekommen, dann kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren, aber die Medizin und die Wirtschaft und die Ernährungsbiologie, die lernt uns eigentlich genau das Falsche, nämlich das immer aus tierischen Produkten zu uns zu nehmen. Und wir können immer unterscheiden zwischen leicht verdaulichen Aminosäuren und schwer verdauliche Sachen. Und wenn wir in die Natur gucken, die hat sich ja irgendwas dabei gedacht, müssten wir uns eigentlich dann Aminosäuren suchen, die wir praktisch von der Hand in den Mund stecken können, ohne irgendein Tier zu schlachten oder zu braten oder zu backen und zu frittieren, weil dann wird die Verdauung immer schwierig. Also wenn ich jetzt mal in die Tierwelt gucke, die du gerade angesprochen hast, und ich nehme jetzt mal so einen dicken, großen Elefanten raus. Der hat super starke Knochen, sehr, sehr viel Muskeln, ist also ja, ein riesenmächtiges Tier, wissen wir alle. Und ja, er isst weder Fleisch noch Käse noch Milchprodukte, sondern in erster Linie isst er Blätter. Ja, also das heißt, es muss andere Wege geben, um auf seine Eiweiße zu kommen. Und Pflanzengrün, Blätter sind da eine wunderbare Alternative zu diesen Dingen, denn Fleisch, Käse, Milchprodukte haben ja einen großen Nachteil. Sie verschlacken unseren Körper. Richtig. Und wenn man in Deutschland ja sagt, pro Kilogramm Körpergewicht braucht man ungefähr 0,34 Gramm Eiweiß, weißt du, was da für ein Elefant für Tonnen fressen muss? Und das macht er ja auch.
Tonnen von Grün, weil der Elefant zwar nicht weiß, dass da Proteine und Eiweiße drin sind, also Aminosäuren, aber man sieht, er hat eine gute Körpermasse, gute Muskelmasse, um auch so ein Gewicht umherzuschleppen. Und ganz spannend ist es, wenn man diese Werte wirklich mal überprüft, was uns der Bund für Gesundheit so vorgibt. Oder wenn man auch in Sportlerforen guckt, da geht man ja sogar bis 8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht hoch. Und in der Natur, Andreas, da reichen meist 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aus, weil wir in der Natur, also in der wilden und ursprünglichen Natur, Proteine haben, die leicht verdaulich sind, die ein hohes Energiepotenzial haben und diese wissenschaftlichen Werte von 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommen nur daher, weil man wissenschaftlich eben weiß, dass diese Aminosäuren, die uns angeboten werden im Handel in Form von Milch, Käse, Eier, Fleisch, gebraten und gebacken wird, also degenerieren beim Herstellungsprozess und der Körper sozusagen viermal so viel Energie verliert beim Verstoffwechseln und deswegen so hohe Werte braucht. Das heißt, auch hier werden wir verarscht und es geht wirklich darum, wenn du ein Gramm hast pro Kilogramm Körpergewicht und zwar von einem lebendigen Protein oder Eiweiß und Aminosäurenprofil in deiner Ernährung, dann hast du eigentlich diese Brücke in die Energie geschafft, weil du mit wenig Nahrung ein extrem starkes Leistungsprofil bringen kannst, da Energiereserven heraus produzierst und natürlich nur einen ganz geringen Energieaufwand brauchst für Verdauung. Ja, und jetzt könnte ein spitzfindiger Beobachter sagen, also wenn das denn wirklich stimmt, dann gucken wir doch mal, es gibt ja viele verschiedene Ernährungsformen, wer ernährt sich denn so, wie von euch beiden da gerade propagiert? Und da gucken wir uns doch mal die Rohköstler raus. Ja, die Rohköstler, die verzichten ja auf Fleisch, Käse, Milchprodukte und so weiter und holen sich eben das rohe Essen. Wenn ich jetzt mal mich in der Rohkostszene umschaue und gucke, ob die wirklich alle so gesund aussehen, also stelle ich fest, also dick sind sie nicht. Ja, aber ich stelle fest, dass bei vielen Rohköstlern sie eher alt aussehen, also sprich viele Falten und eingefallen, weiß ich nicht. Also jedenfalls, ich sag mal so, nicht ganz so gesund, wie sie vielleicht sein könnten. Also so ganz kann das dann aber auch nicht stimmen. Naja, das stimmt schon, weil nur weil ich weil jemand ein Rohköstler ist, heißt es ja nicht, dass er dadurch gesund lebt. Denn wenn ich vom Allesesser zum Vegetarier werde, Andreas, dann lasse ich ja meistens erstmal die tierischen Produkte nur weg. Also ich esse kein Fleisch mehr, aber vielleicht sogar noch Fisch, aber es bleibt ja Käse, Eier, Milchprodukte. Wenn du dann Veganer wirst, ja, dann hast du ja erstmal das Problem, du darfst jetzt keine Milch mehr essen, der Fisch fällt weg, die Eier fallen weg, du musst davon irgendwas satt werden. Du bist ja ein Gewohnheitslebewesen sozusagen. Also isst du automatisch jetzt erstmal mehr Trockenfrüchte, weil du Kohlenhydrate isst, du isst auch mehr Backwaren, mehr Teig, und mehr Reis und mehr Nudeln und mehr Kartoffeln. Und das ist das Problem der vielen Kohlenhydrate und der nicht resistenten Stärke. Du verbrennst sehr viel Energie wieder und verlierst ja dadurch was. Isst dann aber noch die ganzen süßen Früchte mit dazu, die ja beim Veganer in die gesunde Ernährung hören. Und wenn du dann Rohköstler wirst, Andreas, dann ist ja die ganze Backwarenkost nicht mehr dabei. Die Nudeln, der Reis, diese ganzen Sachen, die dich satt machen. Und dann fällst du erstmal in die Situation rein, du isst Mengen von Trockenfrüchten, Mengen von süßen Früchten, überhaupt, du gehst ja nicht an das grüne Blattgemüse ran und an die Bitterstoffe. Du haust dir Nüsse rein, ohne Ende, Avocados, und versuchst damit dann dein rohes Lebensprinzip zu erklären mit 15 Bananen pro Tag und das ist im Durchschnitt bei einem vitalen Rohköstler. Und das gibt natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, deswegen entgiften sie so stark auch ein zu dem Fruchtzucker und diesen ganzen Detox-Kram, der dann dazukommt, werden sie immer dünner und verbrennen natürlich sehr viel eigene Muskelmasse durch diese Entgiftung. Das ist eigentlich das Hauptproblem des Rohköstlers, dass er sich ständig in der Entgiftung befindet durch die vitalen Stoffe, da er nicht sich erst entgiftet hat und dann die Ernährung verändert. Dann geht es nämlich viel entspannter und er hat mehr Zeit, sich die besten Sachen rauszusuchen. Und Rohköstler wird man ja auch meistens dadurch, dass man tierische Produkte weglässt, was nicht immer unbedingt gut ist bei jedem. Das muss man im Einzelfall abklären, auch welche Blutgruppe man hat oder welche Charakterstruktur man entspricht. Und dann kommst du dieser Misere, die wir heute auf den Rohkostmessen sehen. Sondern Rohköstler heißt ja eigentlich auch im Sinne der Natur, Andreas. Und da müssten wir mal in so ein Steinzeitvolk zurückgehen. Und das haben ja Wissenschaftler gemacht, der Weston Price zum Beispiel. Der hat sich gesagt, warum werden die Europäer und die westlichen Bevölkerungen, die mit Wirtschaft und Industrie zu tun haben, obwohl man ihnen Superproteine und Eiweiße suggeriert, so krank? Und warum sind die Steinzeitmenschen, die nur ganz wenig essen, also zweimal pro Tag, meistens nur zwei Hände voll pro Tag, super muskulös, haben ein super Body, haben aber kein Fett?
Und obwohl sie ganz wenig essen, haben sie super Energie und super Werte, hat er festgestellt, dass diese Völker sich darin unterscheiden, da sie alles roh essen. Also rohe tierische Produkte zum Beispiel wie Rohmilch, Rohmilchbutter, Rohmilchkäse, immer dann, wenn es fermentiert wird oder alt wird, aber auch rohes Fleisch, rohe Eier zum Beispiel, ne? Die sie dann eben zu sich nehmen. Ne? Soweit muss man ja nicht gehen, aber es ist einfach nur mal ein Beispiel. Und dadurch haben sie natürlich rohe Aminosäuren, die mit wenig Körperenergie verstoffwechselbar sind und in den Körper als Energieträger dienen. Ja, also das heißt, wenn es in roher Form vorliegt, also das Eiweiß in roher Form vorliegt, dann kann es vom Körper viel besser aufgenommen werden. Wir haben eben keine Nebenprodukte, die den Körper verschlacken und wir brauchen am Ende sogar weniger. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Und jetzt, um mal den Bogen zu spannen zu heute, weil wir sind ja keine Steinzeitler, wir leben jetzt in 2019 aktuell. Was können wir denn aktuell machen, um eben eine Alternative zu den propagierten Produkten Milch, Käse, Fleisch zu finden, um eben auch dahin zu kommen und unseren Körper auf eine Art und Weise zu nähren, die ihm dienlicher ist? Also es geht wirklich darum, erstmal zu sagen, okay, darum geht es in dem Podcast. Was kannst du tun, um gesunde Proteine, Eiweiße und damit alle essentiellen Aminosäuren, die du brauchst oder auch zum Produzieren Energie zur Verfügung hast, bekommen, ohne weiter gekochte Eier und gebackene Butter und die ganzen Mist zu essen, weil das ist im Körper immer ein Problem, denn wenn ich ein Ei esse, was gekocht ist, Andreas, dann kriege ich meistens eine Fäulnis in meinem Körper. Das heißt, der Körper hat viermal so viel Konzentrationsschwierigkeiten, das zu verstoffwechseln, als wenn er ein rohes Ei essen würde. Und diese Wissenschaften von Weston Price damals hat ja zum Beispiel auch die befreite Ernährung, wie heißt er, der Herr Opitz, der Christian Opitz aufgegriffen, der auch mal Licht ins Dunkel gebracht hat mit den Fettsäuren, das ist aber ein anderes Thema, der einfach sagt, wenn wir die Sachen roh zu uns nehmen, gerne auch in einem Shake, weil ich ein Sportler bin und Muskelaufbau betreibe, wie zum Beispiel rohes Kokosmus mit Eiern vermischt und einer Orange zum Beispiel, ne? Und das als Shake dann mixe, dann habe ich eine Möglichkeit hier in einem Liquid dieses Energiepotenzial aufzunehmen und siehe da, die Leute trinken dann diesen Shake. Sie sind satt, sie sind zufrieden, sie haben Energie, können Sport betreiben, bauen Muskelmasse auf, ohne irgendwas zu braten und zu backen, so wie es uns in der Ernährungswissenschaft gelernt wird heutzutage. Es ist ganz spannend und da können wir jetzt mal ein paar Sachen aufzählen. Also du kannst ja mal aus deinem Ernährungsschatz plaudern, was du so zu dir nimmst, damit du deine Aminosäuren abdeckst. Und ich werde natürlich auch ein bisschen sagen, so was ich zu mir nehme, denn ich bin kein Rohveganer. Ich esse sehr viel Rohkost, über 70%. Das sollte es sein, meiner Meinung nach. Aber ich habe ein paar tierische Produkte in meiner Ernährung, denn die sehe ich als Heilnahrung an, auch als Medizin. Und da zählt für mich eben, da würde ich einfach mal mit anfangen, zum Beispiel die Rohmilchbutter dazu. Die kriege ich von der Firma Schätz aus Österreich. Ich bin mehr so der Sauerrahm-Typ. Und die nährt mich sehr gut in einer rohen, nicht erhitzten Form. Also finde ich viel besser wie diese Ghee-Butter aus der Ayurveda zum Beispiel, die auch den Körper verschleimt. Und ich esse auch ab und zu rohe Eier. Das muss ich auch dazu sagen. Gerade in einem Lubrikator gemixt. Immer dann, wenn ich sehr viel Stress habe und nicht so viel feste Nahrung zu mir nehmen möchte, damit ich diese Leistung bringe in Form von Smoothies, aber dann in Form von Eiweiß- und Fett-Smoothies ohne Wildkräuter. Und da mixe ich eben sogenannte Sachen mit rein. Ja, also ich habe sehr lange Zeit wirklich exzessiv mit grünen Blättern auch die Eiweiße zu mir genommen, aber wir haben ja auch mal den Podcast über grüne Smoothies, grüne Säfte gehabt und irgendwann kam bei mir der Punkt, da bin ich so ein bisschen von den grünen Smoothies abgewichen, ich weiß es nicht, also irgendwann war es für mich too much, also ich habe es 3 Jahre wirklich ganz, ganz gnadenlos durchgezogen. Und irgendwann habe ich die ganze Sache so ein bisschen runtergefahren. Also im Moment bin ich mehr auf Gemüse. Ja. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das ist bei mir ganz vorne. Mal jetzt im Winter ja ohnehin. Gerade ist bei uns hier Winter, wenn wir es hier drehen. Da gibt es ja eh nicht so viel Wildkräuter. Wildkräuter kann man ja wunderbar, wenn es wieder grün wird, auch in Säfte mit reinnehmen. Das ist eine schöne Sache. Aber auch ganz viele angekeimtes einfach, das ins Müsli mit reinkommt. Samengetreide, das ist bei mir auch mal ganz wichtig. Ja, aber auch, es ist ja ähnlich wie bei dir. Also diese Rohkostzeit, die habe ich auch abgeschlossen, diese 100% Rohkostzeit. Also ich mag es auch, wenn ich mal mindestens eine Mahlzeit am Tag gekocht esse. Und da ist einfach auch dann Kartoffeln, Süßkartoffeln mit dabei, aber auch Quinoa, ne, diese sogenannten Pseudogetreide.
oder mal Buchweizen oder Amaranth, diese Dinge. Ja. Das sind so. Und Avocados. Die, genau. Zwar wenig, aber so halbe oder sowas am Tag habe ich meistens so mit dabei. Das mag ich also, ganz gerne. Ich würde erst mal sagen, als erster Marker sind zum Beispiel Wildkräuter. Was denkst du denn, was in Wildkräuter für Proteine drin sind? Wir müssen sagen, dass Wildkräuter oder eine Brennnessel, Löwenzahn zum Beispiel, aber auch Moringa oder Spirulina dazugehören, 7 Gramm pro Kilogramm enthalten. Das heißt, da sind wir mit Fleisch gut bei auf. Das heißt, es ist gar nicht gerechtfertigt, tierische Sachen zu uns zu nehmen, wenn wir es pflanzlich nehmen können. Und wie du es so schön erwähnt hast, dieses Pseudogetreide, also Quinoa, Amaranth, ist da sehr, auch Buchweizen sehr wertvoll. Aber es geht eigentlich auch um angekeimtes Samengetreide. Also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, die Sachen, die Otto Normalverbraucher da draußen ja gar nicht essen in ihrer Ernährung, schon gar nicht in angekeimter Form, nein, weil sie meistens genau mit Weizen und Dinkel und Roggen und Gerste von den Römern sozusagen hingehalten werden, ja, Brot und Spiele, wie man es so kennt. Also sie rufen zwar Leistung ab, aber sie altern da drin auch zu schnell. Und es geht eher darum, die kleinen Samengetreide zu essen, die wenig Verdauungsenergie brauchen, aber viele Energiereserven sozusagen auch abrufen, wie zum Beispiel Haferflocken oder Hafermilch, wenn sie nicht aus dem Tetrapack kommt, weil dann ist sie ja hitz, die kann man sich ja einweichen über Nacht, früh durchmixen, mit was Süßem drin und ein bisschen Zimt hat man eine ganz tolle Hafermilch, die kann man auch nochmal aussieben, dann hat man da schon mal in jedem Lebensmittel was drin. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man es ständig isst, sondern dass es in all unserer täglichen Nahrung eben mit dabei ist und da bediene ich mich natürlich bestenfalls rohköstlich oder eben dann kochen so zubereitet, dass es mir dann auch als Energie dient. Und Avocados hast du ja auch schon aufgezählt. Was wir zum Beispiel noch verwenden, sind zum Beispiel rohe Öle. Die enthalten auch sehr viele Proteinstrukturen drin. Auch zum Beispiel Leinöl, was man in die Nahrung mit einbauen kann, ist auch manchmal Bestandteil bei der. Ja, wobei da beim Leinöl muss man aufpassen, denn richtig gutes Leinöl muss ja im Prinzip gekühlt, musst du es bekommen, weil sonst, ja, wir pressen das immer selber. Also ich habe so eine kleine Ölpresse, da schütte ich eine Packung Leinsamen oben rein und innerhalb von 1,5 Minuten habe ich dann ungefähr so ein Glas 7 Zentimeter, ja, sag mal 70 Milliliter. Das musst du nämlich dabei sagen, weil das Leinöl aus dem Laden... Das kann man vergessen. Also das Leinöl hält sich nur 7 Tage. Haben. Genau. Ja. Genau. Und wir haben das halt im Kühlschrank in so einer Dunkelkammer drin und da lagern wir das, deswegen pressen wir uns die Öle immer frisch und selber aus. Ich würde die Öle in Flaschen nicht kaufen, es sei denn, es sind rohe Öle, Andreas. Entspricht das nochmal anderen Kriterien. Also nativ und kaltgepresst ist ja kein rohes Öl. Es muss Rohkostqualität draufstehen, am besten unter 37 Grad. Wie sieht es denn mit Caprylsäure aus? Muss die auch in Rohkost... Genau. Muss die auch in Rohkostform da sein oder ist das da was anderes in dem Fall? Ja, weil Caprylsäure, wenn die über 120 Grad erhitzt wird, dann ist sie wertlos. Also Aminosäuren geht kaputt durch Erhitzung. Das ist ein Problem. Und diese Caprylsäure, das Wort Capryl, ist ja ein Caprin, Capryl, Alanin, da gibt es verschiedene Aminosäurenbegrifflichkeiten und diese Caprylsäure entspricht einer Aminosäure, die dem Körper als sofortige Energie, vor allem im Gehirn, dient. Und da wären wir ja bei der ketogenen Ernährung. Das ist so durch die Paleo-Ernährung hochgekommen. Also wenn du mich fragst, welchen Ernährungsstil würdest du von allen Ernährungsformen geben, so ein bisschen empfehlen, da würde ich sagen, die Paleo, also die Steinzeiternährung, finde ich extrem vorbildlich und richtig geil, muss man wirklich sagen, gerade was Muskelmasse, Körperenergie und Bewusstsein betrifft, vor allem der große Rohkostanteil, der damit dabei ist, das mit dem Fleisch finde ich alles viel zu übertrieben, das ganze Braten und Backen ist auch Kram, aber die Nüsse, die Samen, angekeimtes Getreide und so ist richtig toll. Ich finde den Bereich der bioklimatischen Ernährung, also jahreszeitlich, deswegen kochen wir, Andreas, beide im Winter mehr, essen im Sommer dann mehr die frischen Sachen, weil die gekochte Nahrung uns mehr wärmt, eben dann auch im Winter. Und ich finde die Blutgruppenernährung enorm wichtig, also viel wichtiger wie TCM und Ayurveda, was wir kennen, weil wir ja anders ticken. So aus den dreien bediene ich mich. Und ich habe noch eine Ernährungslehre mit drin, das ist die Mastatznan. Das ist eine der ältesten Ernährungslehren dieser Welt, schon über 9000 Jahre alt. Also ein Herr Zarathustra hat das entwickelt, das ist die Lichtweg-Ernährungslehre. Und die finde ich auch noch ganz spannend, denn sie läuft ja auch in diesem Grad Rohkost, Kochkost, also roh gekocht sozusagen, die Mischung da drin aus lebendigen Sachen. Da ist zum Beispiel auch mal Schlagsahne mit dabei oder Rohmilchbutter mit dabei, aber nur in einer fast nicht verarbeiteten Form, also in einer lebendigen, rohen Form. So, ja. Was haben wir denn noch mit drin? Auch Goldforellen oder Lachsforellen, ne?
sind eine gute Sache. Rohmilchkäse von Ziege oder Schaf, wenn man es denn roh bekommt, das ist ein Riesenunterschied, ob ich was Erhitztes habe aus der Käsetheke oder eine Firma, die das über einen Fermentationsherstellungsprozess eben hat. Und da wir einmal bei Fermentation sind, findet man ganz viele Aminosäuren, und das wissen viele gar nicht, in allen Fermenten. Und da entsteht eine Riesenwelt von dem, was viele da draußen gar nicht essen, nämlich alles, was milchsauer vergoren und eingelegt ist. Und da sind wir wieder bei dem Gemüse, was du angefangen hast, nämlich Brokkoli, der ganze Kohl, das ganze Kraut, auch der Grünkohl, die Möhren, alles, was irgendwie fermentiert wird. Dazu zählt aber auch Kombucha oder Tempeh und diese ganzen Geschichten. Tofu, wenn es fermentiert wird, und Soja gehört auch dazu. Ja, auch Linsen, die ganzen Bohnen, die auch eben dann lange gekocht werden oder roh angekeimt werden müssen, um hier wirklich Aminosäuren-Energieprofile davon zu ziehen. Ja, und bei unseren Großeltern war das ja noch gang und gäbe, ne? Das Einlegen und Fermentieren für den Winter Standard. Aber seit der Industrialisierung ist das völlig aus dem Fokus geraten. Aber es gibt inzwischen immer wieder mehr Leute, die damit wieder anfangen. Ja. Ich find's wunderbar. Man kriegt es ja auch im Geschäft. Ich wusste das früher auch nicht. Ich habe dann so dieses Sauerkraut, das kennt man ja noch, ne? Sauerkraut. Aber du kriegst es ja auch im Supermarkt nur steril. Also das heißt, da ist der Fermentationsprozess auch, der hilft dir dann nicht, weil es schon wieder erhitzt wurde. Also es muss wirklich dann auch noch roh sein und eben nicht erhitzt, damit man davon auch profitieren kann, von den Dingen, die du gerade angesprochen hast. Ja, also stimmt schon. Ich meine, es wird immer mehr, dass es das gibt, weil die Nachfrage danach schreit, weil die Leute, die das in ihrer Ernährung, vor allem die Sportler, die das in ihrer Ernährung mit einbauen, die haben eigentlich ein sehr gutes muskuläres Wachstum. Aber bei Soja möchte ich einfach noch ergänzen, Soja ist immer giftig. Also die ganze Sojanahrung, die wir da draußen angeboten bekommen, ist echt scheiße. Es sei denn, Soja wird fermentiert. Denn durch diesen Fermentationsprozess werden diese giftigen Phytate eben abgebaut, die dafür sorgen, dass Männer so Schwimmringe kriegen, dass Männer impotent werden, also dass das Sperma einfach wie Wackelpudding aussieht und nicht mehr Wände durchschlägt, so wie früher. Und da viele jetzt in diese vegane Richtung gehen und diesen ganzen Soja- und Tofu-Scheiß essen, werden die auch ganz viele Probleme bekommen, neue Entzündungserkrankheiten, die es mit der Fleischernährung nicht gab, weil dieses Soja von vielen Firmen einfach noch nicht fermentiert angeboten wird. Und ich habe immer so einen Trick, ich kaufe das auch, da gibt es Firmen, die ich toll finde, wie die Firma Typhoon und so weiter, aber ich schmeiße das immer nochmal in unsere Säfte von milchsauer vergorenen Gemüse, da bleibt ja immer so viel Saft übrig und lasse es da drin immer noch eine Woche liegen und diese Mikroorganismen sorgen dafür, dass dann diese Phytate davon abgebaut werden und dann kann man sich das dann auch mal zubereiten in so einer Bowl mit Salaten dazu oder auch mal leicht angebraten, das ist dann viel leichter verdaulich. Ja, finde ich spannend, also das wusste ich auch noch nicht, also cool. Mhm. Genau. Ja, so, aber ich versuche das wirklich auch zu reduzieren, diesen ganzen Soja-Scheiß, sag ich jetzt mal. Also das, was du angesprochen hast, Typhoon, das schmeckt ja noch auch, also geschmacklich schmeckt ja noch einigermaßen. Aber das ganze andere Zeug, das also auch, ich kann es geschmacklich überhaupt nicht. Bah, ja. Nicht meine Welt. Der Florian hier, so. Alle, die das Bild hier mitgucken, Florian verschwindet gerade aus dem Bild. Ich habe mal kurz den Stromstecker in die Kamera gesteckt, weil sonst bei 3% ist nicht mehr viel. So. Okay. Wir haben noch ein bisschen was vergessen. Also auch wir haben noch nicht über Insekten gesprochen, Florian, aber ich glaube, das Thema können wir schnell abhaken. Also auch das findet man ja gerade bei den Aborigines, bei den Eingeborenen. Wir finden das in Thailand, in Indien, dass eben Insekten gegessen werden. In diesen Chitinpanzern sich auch sehr viele Proteine und Eiweiß enthalten, aber ist nicht jedermanns Sache. Ich konnte diese Ernährungslehre nicht wirklich ausprobieren, weil mir immer schlecht wurde. Aber also ich will sie auch nicht ausprobieren, danke. Also da mit Grashüpfern und Mehlwürmern kann ich mich anfreunden. Aber gehen wir nochmal auf die Erfindung der klassischen Ernährung. Also auch Weizen, Roggen, Dinkel sind gute Proteinlieferanten. Die haben Eiweiße ohne Ende. Aber dieses Gluten sozusagen muss ja immer in einer angekeimten Form als Nahrung in den Körper kommen, sonst haben wir da ein Riesenproblem, oder in der dextrinierten Form, durch die richtige backende Vorgehensweise, die natürlich die heutige Backindustrie nicht mehr einhält, und deswegen ist davon eher abzuraten. So, Avocados hast du schon genannt, Andreas, ne? Ja, schon mehrfach haben wir sie jetzt genannt. Und was ganz wichtig ist, und da haben wir ja schon erstmal genug aufgezählt, zum Beispiel Nüsse, das heißt Cashews, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, da haben wir jede Menge Profile mit drin,
Ich sage immer, 2 Hände voll Nüsse pro Tag ist das absolute Maximum, so viel wie man eigentlich auch tragen könnte, denn in der Natur hat man es schwer, Nüsse wirklich aufzumachen, ohne dieses Werkzeug, das uns heute zur Verfügung steht. Aber mit diesen 2 Hände voll Nüssen pro Tag sind wir gut abgedeckt und ich finde da Mandeln am leicht verdaulichsten. Bei Walnüssen, die sind nicht so in Masse zu essen, da reicht manchmal eine halbe Handvoll. Aber auch Paranüsse oder solche Sachen gehören mit dazu. Ich muss ja sagen, ich bin gar nicht so der Fan von Nüssen. Und zwar sind Nüsse auch also sehr häufig auch schimmelbelastet. Und deshalb lasse ich da ganz gerne die Finger von. Ja, gerade was solche Walnüsse angeht oder Paranüsse, die müssen ja wirklich ganz, ganz schnell auch geerntet werden. Sonst liegen die lange am Boden rum. Und dann holst du dir den Schimmel da in den Körper rein und da sage ich, nee, danke, brauche ich nicht. Genau. Muss man halt wissen, wo man sie herkriegt oder dass man da safe ist. Der Einweichprozess von Nüssen über Nacht, ne, der erleichtert natürlich die Verdauung und die Aufnahmefähigkeit. Und durch das Einweichen hast du immer nochmal den Vorteil, Andreas, dass auch Schimmelbelastungen sich dadurch reduzieren, wenn welche da sind. Aber durch das Einweichen auch eben Bakterien dann unschädlich gemacht werden und eben der Körper von der Verdauung her da ein besseres Auge drauf hat. Worauf wir noch nicht eingegangen sind, sind sogenannte Sportlerproteine. Das heißt, wir haben ja Sportler, die von Industriefirmen so ihre synthetischen Proteine schlucken und sich dann freuen, dass sie da Muskeln kriegen, aber eigentlich sind es nur Schwellen oder Schwellungen von Schlacken. Aber ja, das sind die eingangs erwähnten Proteinshakes. Ne? Also die meisten Sportler stehen immer da mit ihren Döschen, die es überall gibt, und dann wird immer schön gemischt und sich damit die Hirse im wahrsten Sinne des Wortes vollgehauen. Ja. Ja, aber das, was sie da kriegen, sind ja synthetisch hergestellte Proteine. Richtig. Die meisten Sportler arbeiten mit Rohmilchbutter, mit Kokosmus, Kokosöl zum Beispiel in Rohkostqualität und solchen Sachen oder mit Reisproteinen oder Hanfproteinen und solchen Sachen. Aber es gibt ja Firmen wie zum Beispiel die Firma Sun Warrior, finde ich ganz gut, wenn man jetzt so ein super Mucki guten Typ ist, um eben da Rohproteine zu nehmen und die Pharmazie draußen zu lassen. Und die Firma Lifefood, die haben solche Proteinpulver aus rohkostgetrockneten Lupinproteinen, Reisprotein, Hanfprotein, Erbsenprotein in Verbindung mit Antioxidantien. Das heißt, mit rohkostgetrockneten Erdbeeren, Rhabarber und Goji-Beeren, Acerola. Und das sind natürlich tolle Shakes. Da machst du noch eine Banane mit rein, mixt es gut durch und trinkst es und gehst dann in die Muckibude. Und dann danach trinkst du dann nochmal so einen Shake und das macht auch mich im Alltag, wenn ich sehr viel Stress habe, mal gut satt, weil ich hier mit einem Minimum von Fasern einen hohen Energieanteil habe und bei einer Leichtverdaulichkeit natürlich Punkte sammle, wenn es darum geht, viel Leistung zu bringen in einem Business oder wie auch immer. Ja, also mein großes Learning ist einfach zu sehen, zu verstehen, dass wir gar nicht so viel Eiweiße brauchen, dass wir uns da gar nicht so einen Kopf drum machen müssen, wenn wir verstehen, dass die rohen Eiweiße einfach uns viel dienlicher sind und ich mir gar nicht so viel Fleisch reinhauen muss. Also dieses Argument, das ist nur bedingt richtig. Und ich finde es auch einfach wichtig zu wissen, wo überall Proteine drin sind. Und wenn ich meine Ernährung da drauf ausrichte, dann kann ich dieses Thema ganz entspannt abhaken und einfach da ein bisschen quer durchmischen und kann ja eigentlich da ganz, ganz entspannt rangehen an die Sache, oder? Wie siehst du das? Genau. Also ich sag mal so, soll jeder mal ausprobieren. Ihr habt ja jetzt gehört, was ihr so in eure Ernährung mit einbauen könnt, aber ich habe doch damals mit dem Buch der Victoria Budenko angefangen. Ne? Die hat ihre Smoothies da mit Grünkohl und Kohl und so weiter. Und dann habe ich gesagt, sowas dient mir überhaupt nicht. Da habe ich immer Blähungen bekommen. Ich habe die Wildkräuter genommen. Und jeder kann gerne mal 5 Hände voll Wildkräuter, das ist ganz schnell gesammelt, Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Sauerampfer, Brennnessel, zack, Gänseblümchen vielleicht noch, findet ja jeder. Da draußen in den Mixer geschmissen, einen halben Apfel, eine halbe Banane dazu, ein bisschen Avocado, Wasser dazu, mixen und trinken. Er wird merken, dass er innerhalb von 20 Minuten Energie bekommt, weil er hier eben unglaublich viele Aminosäuren hat, die er in einer kollidalen Form, also leicht verdaulich, zu sich nimmt, wenn er es gut einspeichelt, eben als auch mehr Wildkräuter als Obst dazugeben, das ist ganz wichtig, 2 Drittel Grün, 1 Drittel Obst. Und wenn er merkt, boah, das gibt dir Energie, dann weiß er auch, dass er mit Energienahrung viel besser dran ist, als mit irgendeiner Ernährungslehre von vegetarisch, vegan, rohköstlich, Paleo und so weiter. Das heißt, er sucht sich aus allen Ernährungslehren das raus, was am besten verfügbar, verwertbar ist, biologisch ist, dann auch die Tierwelt schont, dass es ethisch auch im normalen Rahmen bleibt. Und ich denke, dann findet man in der Mitte immer den goldenen Weg. Ja, ganz genau. Ja, und mit den Smoothies, das kann ich nur bestätigen. Damit ging ja auch mein Weg los in diese gesunde Ernährung. Das war mein Einstieg. Und das war für mich der große Aha-Effekt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch wenig Ahnung von der ganzen Materie, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich die zu mir nehme, also ich diese Blätter, das Pflanzengrün zu mir nehme,
da passiert was mit mir und zwar im Positiven. Vorher ging es bei mir steil bergab, Gewicht ging hoch, Energie ging runter und durch die grünen Smoothies habe ich den Schalter umgelegt. Da habe ich, ging mein Gewicht plötzlich runter, Energie hoch. Und das war wirklich für mich der absolute Schlüssel, dagegen zu steuern. Sonst wäre mein Leben drastisch anders verlaufen. Und da bin ich da heute sehr, sehr dankbar, dass ich Viktoria Butenko und ihre grünen Smoothies kennengelernt habe und diesen Weg eingeschlagen habe. Mhm. Und letztlich war das auch die entscheidende Weiche, die mit dazu beigetragen hat, dass wir heute hier sitzen und unterhalten und dieses Wissen weitergeben möchten, um vielen anderen Menschen auch davon zu berichten, wie wichtig unter anderem auch die Ernährung für die Gesundheit ist. Genau. Und vitaler Weg, der funktioniert eben nicht bei 50%, weil da bin ich plus minus null. Also wir müssen schon über diese 50% vitaler Lebensform, vitaler Ernährung, vitales Bewusstsein gehen. Und da sind wir halt mit 70% eigentlich gut dabei, dass wir entsprechend der sozialen Kontakten auch immer mal mit 30% klarkommen müssen. Das heißt, ein gesunder Körper, der muss auch mal in Notfällen, wenn er seine Ernährung nicht anders strukturieren kann, mit einem Liter Milch klarkommen in der Verdauung, ohne dass er gleich Juckreiz davon kriegt und Ausschläge. Ne? Also die Verdauungsenergie muss da sein. Und da braucht er eben alle nötigen Energiestoffe, um in der Entgiftung auch gut funktionieren zu können. Wenn uns eben Aminosäuren fehlen, dann ist die Entgiftungsleistung des Körpers eigentlich fast bei null. Und deswegen ist es so wichtig, eben diesen rohvitalen Anteil, der muss nicht immer vegan sein, zu haben, um Eiweiße, Proteinstrukturen, aber auch Fette zu haben. Denn die würden in unserem Körper schlichtweg in Licht und Energie umgewandelt. Und wenn wir wissen, dass alles Grüne mehr Proteine enthält wie tierische Produkte, dann fangen wir wieder an, einfach mehr grünes, wildes, saures und bitteres Gemüse in unsere Ernährung mit einzubauen und Samengetreide als Industriegetreide und haben natürlich dann den vitaleren Vorteil von Energie und Leichtigkeit und Wandlung, Muskelmasse, gutes Aussehen, bessere Entgiftung. Und man kann sich ja einen Part davon raussuchen. Es hört sich auf jeden Fall gut an. Das tut es, genau. Und es entspannt auch die ganze Sache ein bisschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen mit der ganzen Geschichte, da vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen. Und vielleicht gibst du uns gerade ein paar Buchtipps, Florian. Du hast ja eben den Christian Opitz schon mal angesprochen, Befreite Ernährung. Mhm. Was gibt es noch für Bücher zu dem Thema, wo du sagst, da lohnt es sich mal reinzugucken? Also der Bruce Fife mit dem Buch Die Heilkraft der Kokosnuss, also der hat ja verschiedene Bücher. Das ist einfach wichtig, weil die Kokosnuss ganz essentiell ist, einfach auch wegen den gesättigten Fettsäuren, die für Entgiftung stehen, während die ungesättigten Fettsäuren, aber das können wir in einem anderen Podcast mal besprechen, wie wertvoll das Ganze ist. Und worin wir das auch finden, ist die Blutgruppenernährung vom Dr. J.D. Adamo, das ist das rote Blutgruppenernährungsbuch. Das kann ich jedem empfehlen. Ja, und da hatten wir erstmal zu tun. Ja, und dann gibt es natürlich die wunderbaren Bücher von Viktoria Butenko, die haben wir jetzt auch schon angesprochen. Und da gibt es zum Beispiel das Green for Life oder da gibt es noch eins von ihr, Moment, das heißt Green Smoothie Revolution oder die grüne Smoothie Revolution. Müsste es dann in Deutsch sein oder ja, müsste mal gucken. Also das sind auf jeden Fall die Bücher von Paleo. Und es gibt, ja, mach weiter. Na, jetzt mach du erst. Jetzt hast du den vor. Ja, also Grüne Smoothie-Revolution von Viktoria Butenko. Ich habe gerade den deutschen Namen nicht von dem Buch. Das sind die Bücher, wo ich auch mit eingestiegen habe, die mir wirklich Augenöffner waren. Und sie hat ja wirklich ganz, ganz tolles Hintergrundwissen. Und das war wirklich der Punkt, wo ich auch einfach verstanden habe, warum das Pflanzengrün so, so wichtig ist. Und ja auch die Menschenaffen, die Schimpansen, wenn man sich die anguckt im Urwald, wie ernähren die sich denn? Die hängen sich da auch da in die Bäume rein und mampfen den ganzen Tag das Pflanzengrün und wickeln das vielleicht noch um Apfel oder die haben ja nicht so Riesenäpfel, die haben ja dann kleine Früchte und mischen das schön zusammen und sind kerngesund. Und das fand ich hochspannend. Das wäre auf jeden Fall auch ein Buch, was ich sehr empfehle. Ja, die Affen, die haben halt auch das ganze Jahr über alles grün. Ne? Wir haben ja das Problem in Deutschland, weil man kann... Ja, die leben nicht in Deutschland, nicht ohne Grund, genau. Ja. Genau, man kann alles negativ reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer die Wildkräuter habe, die ich im Winter nicht habe, dann wende ich eben in meiner Ernährung eben angekeimte Samen und Sprossen im Winter an, gerade auch Mungbohnen und so weiter, angekeimte Erbsen und solche Sachen und Azuki-Bohnen und so weiter, weil die enthalten eben auch
unglaublich viel Energie und die packe ich dann in die Säfte mit rein, in die Smoothies mit rein, auf die Salate mit drauf. Sonnenblumensprossen esse ich im Winter fast jeden Tag, ja, die gehören bei mir mit dazu und somit kann man auch einen Winter, wo alle energieschwach sind, eben mit einem Lächeln durchgehen, wenn man anfängt zu fermentieren, anzukeimen und so weiter. Man muss nur sich irgendwas mal raussuchen. Man geht dann irgendwann in der Ernährung nach der Energie und wenn man dann energielose Nahrung bekommt, dann merkt man, man wird nicht mehr befriedigt da draußen. Dann merkt man, dass man irgendwie zu 80% nicht mehr befriedigt wird und so schnell bauen sich neue Firmen auf, die Produkte verkaufen, die uns wieder befriedigen. Es müssen nur genug aus ihrem langen Schläfer, Energieschlaf sozusagen aufwachen, um wieder in die Kraft zu kommen. Ja, und genau das kriegt man damit hin. Dieses Aufwachen, das habe ich persönlich ganz genauso erlebt. Es war wirklich für mich wie so ein Schleier, der weggezogen wurde und plötzlich kam die Kraft, plötzlich kam die Wandlung. Wirklich eine Transformation, das alte Leben gegenüber in ein neues Leben. Natürlich nicht von heute auf morgen, es hat seine Zeit gebraucht. Aber rückblickend kann ich nur sagen, großartig. Ich bin so dankbar, dass ich diese Krankheiten hatte, genau wie du. Denn ohne diese Krankheit hätte ich eben diesen Weg nicht eingeschlagen, habe niemals eingeschlagen. Ich wäre immer noch irgendwo, wie soll ich es mal ausdrücken, Gefangener des Systems oder was, ich weiß es nicht. Ich hätte irgendwo meinen 9-to-5-Job und würde da mein Dasein fristen. Und ja, die Ernährung war für mich wirklich der zentrale Baustein, der dazu beigetragen hat, dass andere Bausteine obendrauf dann erst aufsetzen konnten und ich mein Leben da anders orientieren konnte. Erstmal musste die Energie da sein, die Gesundheit wieder da sein und das habe ich dadurch eben auch hinbekommen. Ja, schöner, spannender Podcast und ja, ich denke, was das Thema Proteine angeht, hat einfach jetzt wieder mitbekommen, es ist einfach wichtig, sich abwechslungsreich zu ernähren, wenn man eben die Dinge kennt. Einige haben wir heute genannt. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute auch schon wieder durch unseren Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter oder schreib uns einen Kommentar, zum Beispiel in den Shownotes auf grünundgesund.de. Da findest du die Podcasts alle auch nochmal zum Nachlesen bzw. das Wichtigste zusammengefasst. Oder auf YouTube, da kannst du uns auch gerne einen Kommentar schreiben, da freuen wir uns drüber. Ja, also das war's für heute bei der Gesundzeit. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten wieder mit dabei bist. Wir sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Tschüss. Ciao, mach's gut. Wir hören uns.